Grüßt euch. Jetzt zeige ich euch mal was ganz Interessantes, und zwar ist es gerade zum Trainieren der Brustmuskeln ganz gut. Auch der Armmuskeln geht eigentlich auch. Und ja, das Ganze ist, man muss es quasi zusammendrücken, ja. Ich zeige das gerade mal so ein bisschen, also das ist jetzt auch nicht so easy. Ich habe jetzt natürlich auch entsprechend, also hier sieht man das, ja. Wenn man es dann so reindrückt, ja, dann hat man, ja. Das Schöne ist, macht so gut wie keine Geräusche. Ja. Ich probiere das mal so zu zeigen, vielleicht. Gerade jetzt, wo die Fitnessstudios zu haben, ist das echt nicht schlecht. Das Gute ist, man kann es halt hier entsprechend einstellen. Ich habe das jetzt bei 8. Also man kann das bis zur Stufe 20 einstellen. Wenn man es jetzt hier bei 4 einstellt, zum Beispiel, ist das hier total easy. Ja. Und wenn man es jetzt hier auf, sehe ich, auf 10 einstellt, ja. Das ist schon, man merkt halt schon, dass es schon schwieriger ist, ja. Und damit kann man halt wirklich wunderbar die Brustmuskeln halt trainieren, ja. Natürlich auch noch andere Muskeln, die Armmuskeln auf jeden Fall auch, die tun sich auch dabei. Die Rückenmuskeln müssten sich dabei auch trainieren. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. Ich bevorzuge, wie gesagt, aktuell die Stufe 8. Ich finde die auch schon ganz schön fordernd. Und man kann das Ganze ja auch dann mal umdrehen, das heißt, man kann es zum einen erstmal so machen, ja. Man kann es aber auch umdrehen und kann es dann einfach von unten quasi hier so, ja, so trainieren dann, ja. Das geht dann auch. Dann könnt ihr halt wirklich gut die Muskeln trainieren. Gerade jetzt während dem Lockdown. Das ist einfach schön, wenn man solche Gerätschaften hat. Ich habe jetzt vorhin eine Bikhantel geholt gehabt, die war nichts. Das war dann eine, also ist einfach so eine Feder gewesen. Das einzige Manko ist hier, dass das hier so ein bisschen blöd gemacht ist. Dass man das hier so reinklippen muss. Das Teil nicht einfach wieder aufgeht. Ja, ich finde das Teil eigentlich nicht schlecht. Kostenpunkt 60 Euro. Aber das Ding taugt. Ich muss echt sagen, man trainiert damit ordentlich die Muskeln. Und vielleicht, ja, mal gucken, wie das von Anstellung her ist. Aber wie gesagt, bis 20 geht's, also da ist noch ordentlich Puffer. Soll angeblich bis 200 Kilo sein. Ich glaube mir das nicht, dass es 200 Kilo sind. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind das am Ende eher so 100 Kilo oder so, oder 150. Also 200 kann ich mir nicht vorstellen. Aber wird man sehen, wenn man es jetzt, wenn man sich ein bisschen rantastet. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut, deswegen wollte ich es einfach mal zeigen. Gerade für uns Fitnessbegeisterte ist halt gerade der Lockdown jetzt gerade schwierig, weil wir halt nicht ins Fitnessstudio können und zu Hause. Gut, die Brustmuskeln zu trainieren, jetzt ja, isoliert zumindest, ist nicht so einfach. Das geht halt hiermit isoliert ein bisschen einfacher. Ja. Deswegen ist es ein ganz, ist es nicht schlecht, das Teil.